Delikt des Landfriedensbruchs ein Urteil gegeben gegen einen deutschen Studenten. Das Urteil hat auch für Ärger gesorgt. Warum ist dieser Paragraph so umstritten? Dazu ist jetzt im Wien-Heute-Studio der Rechtswissenschaftler Professor Bernd Christian Funk. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Herr Professor, warum regt denn dieser Paragraph so auf? Bei den Hooligans hat sich, oder vermeintlichen Hooligans, hat sich bisher niemand so aufgeregt. Aber gerade nach dem gestrigen Urteil gegen den Studenten doch. Woher kommt das? Die Regelung war jahrzehntelang in einer Art Schattendasein des Strafrechts, wurde kaum angewandt. In den letzten Jahren ist sie sozusagen wiederentdeckt worden von Seiten einerseits der Polizei und auch der Strafverfolgungsbehörden. Die Bestimmung ist unbestimmt, unklar und überschießend. Sie grenzt nicht deutlich genug ab zwischen bloßer Anwesenheit und Teilnahme und ermöglicht es im Effekt, dass Menschen, die selbst keinen Vorsatz, keinen Tatvorsatz haben und auch nicht unbedingt wissen, in welcher Umgehung sie sich hier jetzt befinden, dass solche Menschen dann sehr rasch in eine Strafbarkeit hineinkommen. Das kann etwa auch dann sein, wenn eine Demonstration zu eskalieren beginnt. Anfangs war sie friedlich. Die bloße Anwesenheit kann dann dazu führen, dass strafrechtliche Verantwortung entsteht und Menschen bestraft werden, denen eigentlich nichts anderes vorzuwerfen ist, als dass sie am falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Der Spiegel Online, die deutsche Ausgabe, schreibt nach dem Urteil gestern: Schuldspruch aus Mangel an Beweisen. Im Falter heißt es, der Landfriedensbruch ist ein gefährliches Instrument im Strafrecht. Soll er vielleicht abschreckend wirken für weitere Demonstrationen, für Demonstranten? Ich glaube, man muss eine Reform dieser Regelung andenken. Man muss das grundsätzlich angehen. Die zu weit streuenden Bestimmungen, die dann eben eine erweiterte Strafbarkeit ermöglichen, dort, wo im Grunde genommen kein wirklicher Vorwurf besteht, beziehungsweise keine Beweisführung möglich ist, das müsste man aus der Regelung entfernen und etwa nach dem Vorbild deutscher und schweizerischer Regelung sich konzentrieren auf diejenigen Verhaltensweisen, bei denen entweder eine Anführerschaft oder eine Beteiligung durch strafbare Handlungen oder ein Auffordern zu strafbaren Handlungen erfolgt ist und nicht schon die bloße Präsenz zu einem möglichen Grund für Strafbarkeit machen. Kritiker sprechen von massiver Gefahr für Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht, so wie Sie das bisher beschrieben haben. Sehen Sie das auch so? Das kann in der Tat dazu führen, dass hier mit strafrechtlichen Mitteln in grundrechtliche Freiheiten in unangemessener Weise eingegriffen wird. Außerdem ermöglicht die Bestimmung etwas, was jedem rechtsstaatlichen Strafrecht zuwiderläuft, nämlich die Bestrafung ohne individuellen, konkreten Tat- und Schuldnachweis. Das heißt, kurze Antwort, Sie sprechen sich für eine Reform, eine Änderung dieses Paragraphen aus? Ja. Vielen Dank, danke für den Besuch im Wien heute Studio. Kunst oder Sachbeschädigung? Diese Frage wird seit heute im Fall des Schweizer Graffiti-Sprayers Puber vor Gericht geklärt. Laut Anklage soll der 30